Vielen herzlichen Dank. Um die 7 Minuten nicht durch Klatschen zu verkürzen, fange ich jetzt gleich mal an. Woher kommt Ihre Kleidung? Wer weiß das? Da würde ich gerne einfach mal ganz kurz Ihre Kleidung sprechen lassen. Mit dem Präsidenten da besser nicht. Thomas Thumann besser auch nicht. Mal schauen, wer hier so im Publikum... Da. Darf ich hier Ihre Kleidung... Wie ist denn Ihr Name? Frau Wohlfahrt, vielen herzlichen Dank für Ihre Jacke, die werde ich mal versuchen. Ja, woher kommt die Kleidung? Ich muss mal schauen, das Handy muss ich jetzt versuchen irgendwie zu starten und mal zu gucken hier, wie man das einstellt. Okay, so... Okay, Frau Wohlfahrt, also Sie kaufen bei Hess Natur ein, das ist ja schon mal sehr löblich, ökologisch orientiert, sehr fein. Also was Ihre Jacke jetzt verraten hat, ist, dass Sie letztlich bei Hess Natur Ihre Jacke einkaufen, ökologisch orientiert, das ist ja schon mal ganz, ganz gut, aber viel haben wir noch nicht erfahren über die Jacke selbst. Da steht Nachhaltigkeit, nachhaltig, aber letztlich ist das recht wenig. Und wir wissen relativ wenig über die Bedingungen, die unsere Kleidung letztendlich so innewohnen hat. Obwohl der Sektor der viertgrößte Sektor ist im Bereich Primärrohstoffverbrauch und Wasserverbrauch und menschenrechtliche Sorgfaltspflichten sind gerade in der Diskussion. Das ist ein großes Thema in der Textilindustrie und der Fast-Fashion-Trend, der dazu führt, dass Kleider immer billiger werden, immer günstiger werden und zu einer Wegwerfware werden, also eine Überproduktion stattfindet. Es gibt eine Statistik, die sagt, 30% der Kleidung wird entweder nie oder maximal einmal getragen und dann wird die weggeworfen. Ja. Und wenn man sich anschaut, dass nur 1% der Textilien recyclingfähig sind, beziehungsweise derzeit recycelt werden, dann hat man natürlich ein ganz schönes Problem. Also man weiß relativ wenig, was man auch nicht so richtig weiß. Man kriegt das immer mal wieder in den Schlagzeilen mit. Kinderarbeit in der Textilindustrie, Wasserverschmutzung durch Chemikalien oder Rana Plaza als ein Ort, wo einfach durch Baumängel viele Menschen leben, gekostet hat. Ja, letztlich ist die textile Kette sehr intransparent und wir haben mit dem Studiengang Mediendesign mal diesen kleinen Film hier gemacht. Ja, die Frage ist, woher kommt eine Kleidung? Und nochmal herzlichen Dank an den Kollegen Harms und Katrin Proschek für die Unterstützung bei diesem kleinen Film. Wir haben uns dann mal mit dieser Gruppe aufgemacht und haben mal überlegt, wie wir die Transparenz in die Lieferkette überhaupt reinbringen können. Wir haben eine App konzipiert, die wir nachvollziehbar genannt haben, weil wir Augmented Reality-Anwendungen, also Transparenz über angereicherte Virtualität sichtbar gemacht haben oder sichtbar machen wollen. Die Idee, unsere Vision ist, dass wir auf der einen Seite Transparenz über die Lieferkette hinbekommen, Verständnis, wo die Schwierigkeiten in der Lieferkette am Ende des Tages liegen und Handlungsempfehlungen mit in diese Anwendung, in diese App mit reinbringen. Unsere Lösung ist letztlich sowas, wie ich es eben gerade mit dem Sakko hier gemacht habe, dass man entsprechend über diese Informationen dann in der App entscheiden kann. Ja, eine Ideenskizze habe ich Ihnen auch mitgebracht. Wir sehen hier mal die Lieferkette
Und wenn wir einen digitalen Zwilling in die App mit einpflegen und den dann entsprechend anreichern mit entsprechenden Materiallisten, mit Informationen und auf der anderen Seite mit entsprechenden Signets, Labels, um das Ganze dann auch verknüpft nochmal sichtbar zu machen, dann wären wir, glaube ich, schon mal einen Schritt weiter. Zur Realisierung, und das können wir leider am NCT nicht alleine, zur Realisierung brauchen wir nicht nur uns, unsere Gruppe Nachhaltigkeitsexpertinnen, wir brauchen auch Informatikerinnen, die uns dabei helfen, die entsprechenden Datenstrukturen umzusetzen und Designerinnen, weil wir sind nicht in der Lage, das Ding auch schön zu machen. Ich werde das gleich Ihnen zeigen, so richtig schön ist es noch nicht. Ja, wie ist sowas aufgebaut? Im Hintergrund, Sie haben häufig Ihre App auf dem Handy und sehen da auf der App, in der App etwas, aber im Hintergrund laufen bestimmte Strukturen ab, Prozesse ab. Und das nennt man Backend in diesem Bereich. Und in diesem Backend braucht es die Datenstruktur, den Server, der diese Datenstrukturen zusammenbringt. Wir nutzen dazu künstliche Intelligenz, um die verschiedenen Daten, die wir aus dem World Wide Web zusammentragen oder von irgendwelchen öffentlich zugänglichen Webseiten oder Studien zusammen zur Verfügung gestellt bekommen, nutzen wir und wir sind in Zusammenarbeit mit Unternehmen, um da auch unternehmensspezifische Daten mit reinzubringen. Also Hess Natur beispielsweise könnte da die jeweiligen Daten auch zu den jeweiligen Textilien mit einbringen. Das Ganze soll dann auf der anderen Seite, und das wird dann sichtbar, das nennt sich dann Frontend, das ist sozusagen das Sichtbare, was Sie dann auch letztendlich nutzen können, da soll dann entsprechend die Bildinformation aufgetragen werden. Das heißt, die Idee ist, mit einem QR-Code entsprechend zu scannen, die AR-Visualisierung mit der Lieferkette entsprechend auf dem Display zu bekommen und dann über das Display auch die jeweiligen Informationen entsprechend zu sehen. Und hier sehen Sie nochmal so ein kleines Demo-Video und Sie sehen auch Fakultät Design, bitte helft uns, dieses Ding auch schön zu machen. Ich flehe euch an. Also wir sind da ganz, ganz offen, auch entsprechend diese App so gut nutzbar zu machen und auch anwendbar zu machen, dass die dann am Ende des Tages auch Verwendung findet. Ja, letztlich wollen wir Impulse für Konsumentinnen zur guten Auswahl, zur Nachhaltigkeit, zum nachhaltigen Einkauf bringen und bei Unternehmen auch entsprechend die Transparenz in den Wertschöpfungsketten erhöhen. Vielen Dank, Frau Wohlfahrt, für Ihre Jacke. Die bringe ich Ihnen gleich wieder. Herzlichen Dank auch für Ihre Aufmerksamkeit. Applaus